ist nun off. Okay. Das muss ich gleich mal hier festhalten. Okay. Wie ihr seht, haben wir hier einen Spion in unserem Haus. Das ist Takaishi. Okay. Gut, das muss ich natürlich sofort Bergmann berichten. Banger. I gotta call my friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have a... Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Mittlerweile ist es schon die 10. Folge und ich find's echt ziemlich cool, weil 10 Folgen ist schon so ein kleines Special, ne? Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall, Leute, wo sind wir hier? Wir sitzen hier gerade in Bergmanns Redaktion und ich habe heute einen gewissen Auftrag, ja? Wie ihr wisst, arbeite ich ja bei der Redaktion From the Future. Heute ist Mittwoch, heute kommt auch die erste Ausgabe davon. Die wird verteilt an alle Leute, die einen Briefkasten hier haben in der Stadt. Und dann bekommen die hier alle quasi eine Zeitung von uns. Und die ist gratis und das nächste und die nächste Ausgabe wird wahrscheinlich etwas kosten. Aber das wissen wir jetzt noch nicht. Hallo. So, gut. Ich möchte auch heute über ein kleines Thema reden, weil es doch in der letzten Folge so ein paar Komplikationen gab, noch ein paar Fragen. Und so, erstmal das Essen hier. Und dann gab es natürlich auch noch diese... Naja, wie soll ich sagen, diese Komplikation, dass ich bedroht wurde. Moment, ich mache hier mal den Shader raus, wenn es dunkel ist. Ich habe die Gamma hochgestellt, also nicht wundern, warum das hier so hell ist, wenn es dunkel ist. Ich habe die Gamma in Minecraft hochgestellt, weil ich keine Fackeln hatte und deswegen bei meinen helleres Licht brauchte. So. Gut, auf jeden Fall möchte ich euch einfach nur sagen, ich wurde bedroht. Ich weiß nicht genau, von welcher Person das ist. Und wie ihr seht, hat Herr Bergmann jetzt auch schon wieder eine, wahrscheinlich eine Nachricht für dich. Für mich. Mach ich gleich. Und vielleicht gehen wir da jetzt auch noch in der Aufnahme hin, da muss ich das halt rausschneiden, weil das sind natürlich interne From the Future Informationen, die ich natürlich nicht preisgeben kann. Und ja, ihr denkt euch sicher, was mache ich hier? Und zwar, ich suche Hühner, denn wir brauchen für unsere Zeitschrift natürlich feinste Federn, Edelfedern, und wir werden dann eine Edelbio Hühnerfarm machen quasi. Denn wir wollen in unserer Zeitung keinen Dreck, wir wollen nichts aus Maschinen, wir wollen kein Billigleder, wir wollen wirklich das Beste der Beste für unsere Zeitungen. Und es ist halt einfach so, dass es dann ganz viele Neider gibt, die sagen, ist das ein Huhn? Ja, ist eine Kuh. Natürlich gibt es dann ganz viele Neider, die sagen, diese Zeitung ist scheiße. Und wollen uns mit allen Mitteln vernichten, aber wir haben da eine Haut gebildet. Ja, wir denken uns dann einfach nur so, okay, diese Leute möchten uns zerstören. Und wieso möchten sie uns zerstören? Das sollte man vielleicht auch mal hinterfragen. Wieso möchte eine Person, wovon die Zeitung noch nichts geschrieben hat, weil die erste Ausgabe auch erst heute kommt, warum möchte diese Person diese Zeitung vernichten? Das ist eine gute Frage und da denke ich mir immer so, okay, hat diese Person dann vielleicht doch was zu verbergen? Weil, wieso sollte man denn sonst eine Zeitung, die noch keine Ausgabe herausgebracht hat, so demütigen wollen? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, dass es einfach daran liegt, dass diese Person was verbergen. Und ja, gut. Jetzt gehen wir aber erstmal, wisst ihr was, Leute? Ich gehe jetzt nochmal runter und dann gehe ich doch mal schnell rauf. Denn wir müssen einfach schnell zu Herr Bergmann. Wir wissen ja nie, was das jetzt für Insider-Informationen sind, die wir jetzt kriegen. Die werde ich auf jeden Fall draufschneiden, wenn sollten das irgendwelche geheime Informationen sein. Und
Ja, dann gibt's noch eine Info für die Amino-Sekte. Die Amino-Sekte hat sich der Zeitung angeschlossen und ist nun off. Okay. Das muss ich gleich mal hier festhalten. Okay. Wie ihr seht, haben wir hier einen Spion in unserem Haus. Das ist Takaishi. Okay. Gut, das muss ich natürlich sofort Bergmann berichten. Das ist natürlich äußerst komisch hier, was ihr hier in diesem Fenster macht. So, gut, Leute. Jetzt geht's wieder ab in die Farmwelt. Ich habe von Herr Bergmann die Information bekommen, dass das streng geheim ist. Und ja, dies dürft ihr natürlich leider nicht erfahren, deswegen muss ich natürlich cutten. Und jetzt geht's aber erstmal in die Farmwelt, denn wir brauchen Bücher. Wir brauchen noch genau 4 Federn. Dann machen wir uns noch Bücher, damit die Zeitung heute natürlich auch jeder bekommt hier auf dem Server. Ich meine, 17 Exemplare hatten wir schon davor. Wir brauchen natürlich noch viel mehr und vor allem die Zeitung ist halt etwas, das halt wirklich, das soll halt einfach perfekt werden. Unsere Zeitung erlaubt sich keine Fehler und in so einer politisch engagierten Stadt, sage ich mal, gibt es natürlich immer diesen einen und den anderen Rechtsstreit und den versuchen wir natürlich aufzulösen, ja. Diese Morddrohungen lassen uns natürlich kalt. Natürlich denke ich mir dann immer, gut, diese Leute, die eine Morddrohung gegen mich oder gegen Herr Bergmann ausführen, das ist deren Sache und ich denke, das ist einfach nur Geschwätz und da steckt nichts dahinter. Jedoch sollten wir trotzdem immer ein Auge offen halten, denn man weiß ja nie, ob da wirklich vielleicht ein bisschen was dahinter steckt. Denn hinter jeder Aussage steckt meistens ein Fünkchen Wahrheit, ja. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen gefährlich. So, erstmal hier was reinsnacken. Hier Tintenfische, wenn wir die zufälligerweise hier am Strand sehen, holen wir uns die auch mit, weil Tinte ist natürlich auch wichtig. Und wir stehen sehr unter Zeitstress, deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, wann das Video online kommt. Vielleicht ist die Ausgabe schon online, wenn das Video hier auch online ist. Dann werde ich euch die wahrscheinlich in der nächsten Folge mal vorlesen. Aber die kommt halt wahrscheinlich so um 20, 21 Uhr, die Folge hier, weil wir stehen unter Zeitstress. Wir müssen alle Bücher drucken und beziehungsweise alle Zeitungen müssen wir fertig gedruckt haben. Und das erfordert natürlich schon sehr viel Zeit und Engagement, damit das Ganze funktioniert. Dann, wie gesagt, die Amino-Sekte hat sich der Zeitung angeschlossen. Sie kämpft für das Recht der Pressefreiheit und das finden wir sehr gut. Herrn LP bzw. GLP hingegen ist leider so ein bisschen gegen uns und zwar sehr stark gegen uns, aber das erfahrt ihr natürlich alles noch in der nächsten Folge, sobald eben die Zeitung released ist. Das sind jetzt ein paar Insider-Informationen hier von mir. Und dann haben wir noch eine Erneuerung. Das hat jetzt nichts mit der Zeitung zu tun, sondern mit den Namen. Und zwar kann man ab heute, dem 4. Februar, Namen ändern. Und ich war wirklich heute Nacht die ganze Zeit wach und habe die ganze Zeit versucht, habe die ganze Zeit F5 gespammt auf dieser Mojang-Seite, um für Simon den Ungenamen zu sichern. Aber irgendjemand war so extrem schnell, dass er sich den Namen sichern konnte. Und darunter zählte leider nicht ich. Der Typ, oder ich weiß nicht genau, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, möchte den Account, glaube ich, nicht hergeben. Aber die sind da schon am Klären mit Simon oder so. Ich habe auch gehört, er soll Geld verlangen oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schade, weil immerhin, ja, keine Ahnung. Ich finde identische Namen halt einfach besser. Und hier haben wir auch schon Hühner. Und natürlich wisst ihr, ich bin da und ich heiße Bumsdoggy und das ist vielleicht auch nicht der allerbeste Name für YouTube und allgemein. Ich fühle mich mit dem Namen auch nicht mehr sehr wohl. Ich werde, also die Information bekommt ihr schon mal, ich werde auf jeden Fall meinen Namen ändern, auch wenn ganz viele immer gesagt haben, boah, Bumsdoggy, dieser Name ist voll cool und so weiter. Ich werde auf jeden Fall diesen Namen niemals vergessen, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man Opfer bringen muss, um irgendwas Neues zu haben. Ich werde auf jeden Fall keinen neuen Kanal machen, da braucht ihr keine Angst haben. Ich werde einfach nur den Kanal, die Kanal-URL und so weiter ändern. Aber ihr braucht keine Angst zu haben, dass ich irgendwie
jetzt meinen Kanal schließe, einen neuen Kanal mache oder so weiter. Da bin ich schon, habe ich schon Simon gefragt, ob das funktioniert mit der Kanal-URL und so weiter. Und wenn es hart auf hart kommt, würde er mir da auf jeden Fall auch helfen. Und ja, wir haben 5 Federn und 5 Bücher. Das heißt, wir gehen jetzt runter und nochmal drauf. Und machen auf jeden Fall die restlichen Bücher fertig. Denn dann haben wir in der Folge auch was Produktives geschafft. Und was ich jetzt nochmal sagen wollte, es tut mir leid, dass ich letztens mit den Dias repariert habe. Es haben mir so viele Leute geschrieben. Boomstoggy, bitte nächstes Mal einfach mit einer komplett neuen Spitzhacke reparieren, weil das ist viel, viel günstiger. Und ja, es tut mir leid, ich wusste das nicht, dass das dann günstiger ist. Und ich werde das jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit natürlich nur noch mit der Spitzhacke machen. Leider konnte ich die alte Glück 3 nicht mehr reparieren, sodass ich leider Gottes gezwungen war, eine neue zu machen. Weil die alte, die war irgendwie ständig zu teuer. Egal wie kaputt die war einfach zu teuer. Somit liegt die jetzt unten in meinem Keller und hat eine Haltbarkeit von 0. Wagengeger, was willst du? So, ah ja, genau, da wollten wir gar nicht hin. Wir wollten ja eigentlich zu Herr Bergmann. Jetzt ist er in unserem Haus eingesperrt. Und wir wollten ja noch die Bücher hier craften. So. Zack, perfekt. Gehen wir hier mal gleich in unser Häusle. Und werden hier unten die Bücher schön fertig machen. So, zack. Hier den die Tinte und die Feder. Perfekt. Wie ihr seht, das ist einfach erstklassig erfarmte. Erstklassig unerfarmtes Buch. Ein erstklassig erfarmtes Buch. Und auch, wie gesagt, das sind unsere Zutaten, die wir persönlich selbst gefarmt haben. Und wie gesagt, Leute, ich möchte einfach ganz kurz nochmal Danke sagen an all die ganzen Bewertungen, an euch alle einfach. Ihr seid einfach mega cool. Ich werde auf jeden Fall meinen Namen ändern. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich da trotzdem. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, wie der heißen soll und so weiter. Ich werde aber nichts sagen, weil sonst wird mir vielleicht noch der Account weggekauft. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Ihr könnt auch gerne ein nettes Kommentar schreiben. Schaut auf jeden Fall in Herr Bergmanns Folgen. Die sind wirklich zu empfehlen. Diese kleinen Kurzfilme mit dieser Zeitung. Wirklich sehr, sehr cool. Wie gesagt, bleibt aktuell mit der Zeitung From the Futures. Werdet ihr immer auf dem aktuellsten Stand gehalten. Ihr erfahrt jetzt schon die Nachrichten der Zukunft. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich einfach mal sagen, macht's gut und ciao.